Hallo Leute, heute geht es ums Selbstbräunen. Ich zeige euch die einzelnen Schritte, die ich halt mache, was man beachten sollte und so weiter. Also los geht's. Wir fangen erstmal an mit einem Peeling. Das ist immer ganz gut, die Haut vorzubereiten. Die Hautschüppchen werden entfernt. Der Selbstbräuner kann besser und länger daran an der Haut haften. Außerdem ist es ganz gut, mal zwischendrin auch zu peelen, wenn der Selbstbräuner etwas fleckig aussehen sollte, um wieder neu anzufangen. Beim nächsten Schritt erstmal alle trockenen Stellen eincremen. Das heißt besonders Ellbogen, solche Stellen oder Knie oder einfach auch an den Füßen. Und wenn man sich im Gesicht bräunen möchte, dann auf jeden Fall die Augenbrauen oder Haaransatz ein bisschen eincremen. Besonders wenn man sehr helles Haar hat oder graues Haar hat, weil dann vielleicht der Selbstbräuner darüber gehen könnte und die Haare auch noch ein bisschen so einfärben könnte. So, jetzt ist der Selbstbräuner dran. Ich benutze einen in Gelform. Es gibt ganz verschiedene. Es gibt Schaum, es gibt Lotion, was ihr halt möchtet, womit ihr am besten klarkommt. Ich verwende auch keine Handschuhe. Ich meine, das ist jetzt die Zeit, wo ihr, wenn ihr möchtet, eure Handschuhe anzieht. Und am Ende dann, wenn ihr die Hände auch noch perfekt bräunen möchtet, wenn ihr fertig seid mit dem Körper, die Handschuhe weg, nochmal die Hände bräunen. Entweder so mache ich dann oder ihr bräunt sie komplett und danach wischt ihr einfach mit einem feuchten Tuch die Handinnenflächen aus. Das geht dann auch. So, ich mache das mal so, dass ich ein bisschen meine Hand gebe und das dann schon so verreibe und dann erstmal auf der Wade anfange, das drauf zu geben. Dann Oberschenkel und dann einfach den Rest, den ich noch habe, aufs Knie, weil das Knie meistens ein bisschen dunkler wird. Jetzt sind wir eingebräunt, der wird dann auch, so über Nacht mache ich das meistens und ich bräune meistens noch einen Tag danach noch einmal, mache ich genau das gleiche und dann lasse ich es so, dann bin ich auch braun genug, so für mich, wie ich es finde, am besten finde. Der bräunt auch recht schnell. Dann, um die Bräune zu halten, könnte man entweder seine Pflege, also seine Bodylotion mit dem Selbstbräuner mischen etwas, vielleicht so 1:1, 2:1, aber ich habe jetzt so ein Produkt, da ist das schon drinnen quasi, das ist eine Bodylotion, die eine selbstbräunende Bodylotion, die nach und nach bräunt und die benutze ich jeden Tag, um einfach die Bräune zu halten und da muss man auch nicht mehr so oft normal den Selbstbräuner verwenden, sondern das reicht dann aus. So, und zu guter Letzt für den ultimativen Glow sozusagen nehme ich gern dieses Effektprodukt von Caudalie, Divine Legs Tinted. Das ist eine Tinted Body Lotion, die hat so ein bisschen Schimmer und so drin. Ich zeige euch dann gleich mal, wie das aussieht. Da gebe ich einfach so einen ganzen Punktstoß in meine Hand. Und dann mache ich eigentlich genau das gleiche wie beim Selbstbräunen. Also ich verreibe das erstmal so und mache dann in schnellen Bewegungen trage ich das auf. Dann Oberschenkel. Und dann ziehe ich das übers Knie so rüber und dann die Füße. So, man kann eigentlich schon schön diesen Glow sehen, im Gegensatz zum anderen Bein. So, und das waren alle Schritte, wie ich mich selbst bräune. Und ja, ich hoffe, euch hat das irgendwie geholfen. Vielleicht habt ihr noch ein paar Fragen, dann stellt sie mir in die Kommentare. Und ja, vielen Dank dann fürs Zuschauen. Bis das nächste Mal.